Ubisoft hat mir die Möglichkeit gegeben, vorab für euch das lang erwartete Assassin's Creed Nexus VR zu testen. Ich habe mir das Game ausführlich angeschaut und werde euch einen umfassenden Einblick geben, indem ich die wichtigsten Aspekte des Spiels wie Gameplay, Grafik, Steuerung und Immersion analysiere, um euch zu helfen zu entscheiden, ob dieses Game in eure Spielesammlung gehört. Falls ihr euch für das Game interessiert, braucht ihr nicht lange im Store zu suchen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Kauflink. Wollt ihr wissen, wie ihr das Beste aus eurer MetaQuest herausholt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da hinterlege ich euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr eure MetaQuest noch besser machen könnt. Diese Playlist verlinke ich aber auch nochmal in der Endkarte. Ihr könnt also dieses Video erstmal ganz in Ruhe zu Ende schauen. Wenn euch dieses Video gefällt oder hilft, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch Assassin's Creed Nexus VR gefällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Review zu Assassin's Creed Nexus VR. Assassin's Creed wird für rund 40 Euro für die MetaQuest 2, 3 und Pro verfügbar sein. Nach dem Start nimmt euch das Spiel direkt an die Hand. So werdet ihr durch die Komfort-Settings geführt und euch wird vieles erklärt. Absolut bemerkenswert, es gibt eine deutsche Sprachfassung. Hier wirklich ein Kompliment an Ubisoft, dass sie daran gedacht und das so umgesetzt haben. Diese Sprachfassung ist zwar nicht direkt im Spiel enthalten, kann aber direkt zu Beginn des Spiels heruntergeladen werden. Bei Nexus VR handelt es sich um den ersten Teil der Assassin's Creed-Serie, der für die Virtual Reality bei euch zu Hause entwickelt wurde. Zwar hat Ubisoft zum Beispiel mit Escape the Lost Pyramid schon VR-Ableger der Assassin's Creed-Serie für VR-Arcades erstellt, bei dem ihr zudem auch im Multiplayer zocken könnt. Dies hier ist aber die erste Auskopplung für eure eigenen vier Wände. Das Spiel beginnt wie zu erwarten mit etwas Story, sodass ihr einschätzen könnt, worum es inhaltlich in etwa geht. Ich will nicht zu viel verraten, aber ihr sollt das Mysterium um eine Maschine klären, die älter als die Menschheit selbst ist und einen fortgeschrittenen Code enthält. Dieser Computer soll mit dem Animus verbunden werden und es soll dadurch ein neuer Supercomputer entstehen. Ihr sollt dann jetzt Informationen über diese uralte Maschine sammeln. Dann startet ihr direkt in eine kleine Mission mit Ezio, einem der drei Charaktere, die euch in diesem Game zur Verfügung stehen. Hier werden euch die Grundmechaniken des Spiels wie Schleichen, Kämpfen und Erforschen erklärt. Besonders beeindruckend fand ich dabei die Einbindung des Animus und die Missionsauswahl in der Mixed Reality. Okay, Mixed Reality Modus. Animus starten. Schaut euch mal an. Wir sind jetzt hier in der Mixed Reality. Hallo, in der Mixed Reality, quasi in unserem Zimmer. Und das ist der Animus. Wow, ist das geil. Leck mich am Arsch. Da haben die sich richtig Gedanken gemacht. Guckt euch das. Das schwebt hier in unserem Zimmer. Wie cool ist das denn? Anruf beitreten. Ah, hallo. Danke, dass du unseren Anruf angenommen hast. Wir haben eine deutsche Sprachfassung, Leute. Rebecca. Wir werden deine Bruderschaftskontakte sein. Worum geht es? Direkt auf den Punkt. Das gefällt mir. Und die Leiterin dieser Initiative, Dominica Wilk, braucht jemanden mit deinem Können, um das Projekt abzuschließen. Sie weiß aber nicht, dass du für uns arbeitest und ihrem Treiben ein Ende setzen wirst. Aber dazu später mehr. Fürs Erste hängen wir uns an deine Verbindung und sind da, wenn du uns brauchst. Dann setzen wir mal diesen Chor ein. Mein Gott, ist das eine geile Idee. Auf Cloud zugreifen, ja, muss danach. Was haben wir denn hier? Du bist uns einen Schritt voraus. Dadurch wird deine Verbindung zu unserem virtuellen Raum gekappt, wenn du dich mit Abstergo und Dominica verbindest, damit wir den Gesprächen sicher lauschen können. So, hier müssen wir jetzt das nachbilden. Schön. Ah, Sie müssen die Hackerin sein. Wie bestellt. Ezio Auditore da Firenze. Ein italienischer Adliger und Meisterassassin. Das klingt ja ziemlich spannend. Das war er. Ezio war befreundet mit Leonardo da Vinci und Machiavelli und ein Erzfeind der Borgia. Er beeinflusste viele Leben im 15. Jahrhundert. Also hier stelle ich gerade fest, immer wenn sie sich so seitlich bewegt, ist es ein bisschen unscharf. Es könnte gut sein, dass es an der Zwischenbildberechnung liegt. Ist ein bisschen... Oh. So, und hier sind wir in der ersten Mission zu Animus Orientierungsprotokoll. Assassin's Creed. Ich werde dich in die Grundlagen des Animus einführen. Dein Avatar wurde aktiviert. Du solltest dich frei bewegen können. Wir sind jetzt dieser Firenze. Und, ja...
können jetzt quasi die Welt durch seine Augen sehen. Können wir hier mit allem interagieren, was schon mal sehr cool ist. Okay, aber wir sollen jetzt auf dem Palazzo... Ach, guck mal hier. Die Dienerschaft hat schon Schluss für heute. Ich muss mich nur um ein paar Wachen kümmern. Gut zu wissen. Erkunde den Palazzo. Ja, komm. Wenn er uns schon so mit dem Ziel auf die Nüsse geht... Einmal führt mich mein Weg nach... Schön hier, ne? Leider muss ich meinen Freunden hier meine... Guck mal, da ist das Ziel eingeblendet. Ich muss ein Schwert zurückholen und eine Lektion erteilen. Du musst einen Weg finden, um unbemerkt durch die Bibliothek zu kommen. Ansonsten wirst du desynchronisiert und musst vom letzten Checkpoint in dieser Erinnerung neu anfangen. Okay. Die Gegner nutzen Augen und Ohren, um dich zu entdecken. Ich hatte mich wirklich auf eine, nennen wir es Erwerbstätigkeit, gefreut. Warum hast du es so eilig? Ich muss Rechnungen bezahlen und in der Weinstube lassen sie mich nicht mehr anschreiben. Dann hast du also dein ganzes Geld verprasst und brauchst dringend mehr. Und du dachtest, bei dem anderen Auftrag so. Du vielleicht Beute machen. So ist es nicht. Naja, eigentlich schon. Aber es ist trotzdem... Gut, wir haben uns durchgeschlichen. Nun lernst du, wie man ein Attentat auf ein Ziel ausführt. Klappe bei gedrücktem Trigger dein Handgelenk zurück, um die versteckte Klinge auszufahren. So. Sobald die Klinge bereit ist, okay, kannst du ein Attentat auf dein ahnungsloses Ziel verüben. Ja, was noch? Hier wird man nach mir Ausschau halten. Gut gemacht. Du hast die Kunst des Attentats gemeistert. Besiege den Wächter, okay. Das Animus-Kampfprotokoll wird gestartet. Gegnerprofil Standard wird geladen. Gegnerprofil Standard. Blocke die Angriffe, indem du sie mit deiner Waffe abfängst. Okay. Na los, wehr dich! Machen wir. Der haut auch immer gleich zu, ne? Training erfolgreich. Das Animus-Kampfprotokoll wird beendet. Das Tutorial vermittelt euch einen guten Eindruck über die Grundprinzipien des Games. Im weiteren Verlauf des Spiels werdet ihr aber auch weiterhin an manchen Stellen an die Hand genommen und es werden euch zum Beispiel Kampftechniken gegen schwierigere Gegner beigebracht. Das Spiel bietet einen sehr guten räumlichen Sound und für Quest 3 Verhältnisse eine solide Grafik. Andernfalls wären die teilweise riesigen Level wohl auch selbst mit dem XR2 Gen 2 nicht zu bewältigen. So seid ihr in einer Mission in der Stadt Monteriggioni, die einfach riesig erscheint. In dieser Stadt habt ihr keine Ladezeiten, sie ist total verwinkelt, bietet viele Details und man hat den Eindruck, dass in jeder Seitengasse etwas passiert. Ah, Monteriggioni. Es ist viel zu lang her. Ezio, hallo, ich bin Ezio. Ich bin Serafina. Hallo, Serafina. Eure Schwester schickt mich zur Begrüßung. Oh. Wie mich das schmerzt. Oh, das geht leider nicht. Meine einzige Schwester ist so beschäftigt, dass eine Dienerin mich empfängt. Maestro Ezio, Signora Claudia hätte euch gerne persönlich begrüßt, Sei aber... Seid besorgt, Serafina. Das war nur ein Scherz. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Euer Ruf eilt euch voraus. Boah, ist das cool hier. Man fühlt sich ganz anders eingebunden in die Story. Danke, ich kenne den Weg. Doch vielleicht sehe ich mir die Stadt an, bevor ich nach Hause gehe. Guck mal, was hier abgeht. Einen guten Tag. Die Leute reden auch noch mit uns. Eine Sache. Also ich habe noch kein Spiel auf der Quest mitbekommen oder allgemein in VR, wo man so eine belebte Atmosphäre, so ein städtisches Flair hinbekommen hat. Ich meine, guckt euch doch mal die auch hier an, da hinten die Gebäude am Horizont und alles. Das ist ja der Wahnsinn. Da vorne. Der Arbeiter hat den ganzen Morgen gebraucht, um eine Handvoll Nägel einzuschlagen. Nein! Ich schwöre es, ein Kind wäre schneller gewesen. Diese Arbeiter sind wahrlich sehr seltsam. Nun, entweder sind sie unfähig oder... Oder es gibt einen Grund, warum sie die Reparaturen verzögern. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Guck mal hier. Pass auf. Jawohl! Habt ihr das gesehen? Sind wir mal einfach auf die Häuserdächer hoch. Halte Y gedrückt, um die Speerfunktion zu aktivieren. Ach du! Hab einen.
oben auf der Villa Auditor. Wie ist das denn? Machen Sie sich auf den Weg. Da stehen wir. Wow, ist das krass. Jetzt sehen wir die Stadt von oben. Also das ist ja mal, um sich einen Überblick zu verschaffen, mega genial. Sobald Sie dies getan haben, werden viele Details der obersten Speicherebene sichtbar. Boah, dann guckt euch auch mal hier die Levelgröße an. Animus-Konstrukte, Positionsanzeiger für wichtige Daten. Alles, was bei der Suche nach den Fragmenten Wahnsinn. Hilft. Aber das ist keine Besichtigung. Also die Synchronisierung hilft bei der Navigation durch die Erinnerung. Schnell wird bei dem Game klar, dass das hier kein kleiner VR-Ableger der Assassin's Creed-Reihe ist, sondern es sich um ein vollwertiges Game der Reihe handelt. Ihr springt von Dach zu Dach, schwingt euch von Stange zu Stange und kämpft gegen eine Vielzahl von Gegnern. Das Storytelling wirkt sehr liebevoll und man merkt, dass Ubisoft sich wirklich etwas einfallen lassen hat bei diesem Spiel und das nicht nur im Hinblick auf die Spielmechaniken, sondern auch um dieses Spiel einer Menge Leute zugänglich zu machen. So gibt es nicht nur unzählige Komfortoptionen, sondern auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für Teildisziplinen des Games wie Klettern und Kämpfen und es gibt sogar einen Höheangstmodus, der euch optional im Spiel die tatsächliche Bodenhöhe einblendet, wenn ihr euch in großer Höhe befindet. Zusätzlich ist das Spiel aber auch sehr vielseitig. So besteht das Game nicht nur aus Open-World-Leveln, sondern ihr habt auch schlauchartige Level-Designs, in denen ihr klettern und Gegner bezwingen müsst. Die Kletterpassagen wirken unmöglich zu bewältigen, selbst wenn ich mein eigenes Gameplay nochmal ansehe. Hier hat Ubisoft mit der Steuerung aber vieles richtig gemacht. Schön. So soll das, glaube ich, klappen. Muss bin ich immer noch beweglich. Diese Tunnel sind alt. Eine Schande, dass sie so lange. Da unten mal eben Ratten langgelaufen. So. Er hat mich noch nicht bemerkt. Ein schönes Ziel für meine Klinge. Nutze die Wache unter dir als Gelegenheit, um Luftattentate zu üben. Dafür brauchst du eine einsatzbereite Waffe. Ziehe dein Schwert oder deine versteckte Klinge. Hab ich. Beides funktioniert. Wenn du zuschlägst, musst du sicher sein, dass du auch triffst. Du brauchst eine ruhige Hand. Nun konzentriere dich auf dein Ziel und spring, wenn du bereit bist. Tot. So. Oh Gott. Doppelsprung klappt. Komm schon, wir müssen weiter. Wir sind direkt. So, Wurfmesser sind cool, gefällt mir. Das ist das Problem mit diesen alten Tunneln. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Ob Open World oder lineare Levelführung, Assassin's Creed bietet euch immer eine gute Orientierung, da die nächste Station der Quest, die ihr gerade erfüllen müsst, angezeigt wird. Und da habe ich noch etwas für euch getestet, weil ich weiß, wie viele von euch das noch interessiert. Wie funktioniert denn jetzt Nexus VR mit der Meta Quest 2? So, und Leute, ich muss sagen, das Ding ist natürlich auf der Quest 3 deutlich schärfer, aber es ist durchaus auch echt ansehnlich hier auf der Quest 2 und es läuft auch butterweich, also gerade so dieser Mixed Reality Animus Modus ist halt eine richtig coole Spielerei und das Abgefahren ist, der ist so runtergekocht durch diesen blauen Hintergrund, dass man gar keinen Unterschied zwischen der Quest 2 und der Quest 3 merkt. Das ist echt der Wahnsinn, das sieht wirklich gut aus und ihr seht, wie flüssig das jetzt hier auch noch läuft. Oh, wir müssen wieder ein bisschen leise sein. Die Performance auf der Quest 2 ist wirklich gut. Die Auflösung ist zwar geringer, die Texturen laden später, aber insgesamt läuft es mit einer ziemlich guten Bildrate und macht wirklich Spaß. Mensch, ist das gewöhnungsbedürftig, die Quest 2 wieder zu benutzen. Die Auflösung ist da wirklich deutlich geringer und daran bemerkt man eben, wie schnell man sich an die Qualität der Quest 3 gewöhnt hat. Wo ich aber insbesondere einen Unterschied erwartet hätte, war die Missionsauswahl.
Dieses auch auf der Quest 2 in der Mixed Reality und ehrlich gesagt bemerkt man mit dem Filter, den Ubisoft da drüber gelegt hat, überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Quest 2 und Quest 3, was die Pass-Through-Qualität angeht. Also, habt ihr eine Quest 2 und seid Assassin's Creed-Fans, dann solltet ihr hier auf jeden Fall zuschlagen. Auch die Performance auf der Quest 3 war absolut super, inklusive der höheren Auflösung. Hier habe ich aber gerade in den späteren und größeren Spielumgebungen gemerkt, dass das Spiel versucht, das Letzte aus der Quest 3 herauszuholen. So war das Spielerlebnis insgesamt sehr flüssig. Habe ich aber die Aufnahme in 60 Bildern pro Sekunde und eine höhere Bitrate gewählt, lief es nicht mehr ganz so rund. Nexus VR behält seine Vielfältigkeit auch in den späteren Levels. So wechselt man später von Ezio, der in Italien gelebt hat, zu Cassandra, die im alten Griechenland gelebt hat. Cassandra hat andere Fähigkeiten und es bietet sich insgesamt ein komplett anderes und genauso beeindruckendes Setting wie mit Ezio. Hier möchte ich der Story aber nicht zu weit vorweggreifen, ihr sollt ja auch noch was zu entdecken haben in diesem Game. Zusammenfassend bietet Assassin's Creed Nexus VR ein beeindruckendes und immersives Erlebnis, das die Stärken der Assassin's Creed-Reihe in die Welt der Virtual Reality überträgt. Mit seiner durchdachten Story, den vielseitigen Spielumgebungen und der gelungenen Integration von VR-Elementen setzt Ubisoft Maßstäbe im Bereich der VR-Spiele. Die zahlreichen Komfortoptionen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade machen das Spiel sowohl für VR-Neulinge als auch für erfahrene VR-Spieler zugänglich. Die Performance ist auf der Quest 2 und Quest 3 gleichermaßen gut, wobei die Grafik Qualität der Quest 3 deutlich hervorsticht. Mit einer Spielzeit von rund 15 Stunden und zusätzlichen Sidequests bietet das Spiel genug Inhalt, um Spieler für lange Zeit zu fesseln und den Preis von 40 Euro zu rechtfertigen. Assassin's Creed Nexus VR ist somit eine klare Empfehlung für Fans der Serie und VR-Enthusiasten gleichermaßen. Wie hat euch dieser neue Review-Stil gefallen? Was haltet ihr von Assassin's Creed VR und werdet ihr es euch holen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und lasst mir ein Däumchen oben da, wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat. Falls ihr weitere spannende Videos zur MetaQuest 3 sehen wollt, dann schaut doch mal hier auf der rechten Seite. Dort findet ihr eine Playlist zu den wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr das Maximum aus eurer Quest 3 herausholen könnt. Vielen Dank für eure Kommentare, Däumchen und vielen Dank an meine Patreons für eure finanzielle Unterstützung.